Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in Blight of the, Immortals. Naja, sie ist wichtig. Das ist ein Free-to-Play-Spiel. Das findet man auch auf Steam. Da habe ich es zumindest entdeckt. Jetzt hatte ich aber ein Problem mit der Steam-Version. Ich habe das zwar zügig heruntergeladen und gestartet, soweit so schön, aber wenn ich also einen Account kann ich auch anlegen. Wenn ich versuche, mich einzuloggen, dann bleibt da ewig dieses kleine Fenster stehen. Ich kann da überhaupt nichts eingeben. Also das ist irgendwie ein bisschen buggig. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt nichts rausgefunden, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Sorry, aber das lief halt bei mir nicht. Und damit hat sich das Thema erstmal für mich. Und dann habe ich einfach mal im Internet geguckt und habe gesehen, die haben auch eine ganz eigene Seite, wo man das Spiel auch kostenlos spielen kann, also Free-to-Play spielen kann. Kostenlos ist es in dem Sinn ja nur bedingt. Und nicht alles in dem Spiel ist kostenlos, weil eigentlich muss man halt blechen. Das ist eben das Free-to-Play-Konzept. Ich verlinke euch natürlich auch die Seite dahin. Ja, das macht das ja keinen Sinn, das sind Frakta Games Archiv. Wenn ich euch zwar schön was von Spielen erzähle in den Videos, aber euch dann nicht sage, wo ihr das herkriegt und wie ihr das... ja. Jo, und hier läuft das auch, weil dann ist es browserbasiert. So, Blight of the Immortals ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Zumindest wenn man es im Singleplayer spielt. Im Multiplayer hat das scheinbar seine eigenen Regeln nochmal. Mich interessiert aber in erster Linie der Singleplayer-Modus. Und da habe ich jetzt diese drei Tutorial-Missionen abgeschlossen, um einfach mal zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert. Wir gehen jetzt direkt in den Singleplayer. Jetzt seht ihr es schon, wenn ich hier diese besonderen Kampagnen spielen will, dann muss ich schon zahlen, das sind Premium-Spiele vorbehalten. Für mich ist das Tutorial und die freien Szenarios. Und das ist ja völlig okay so. Wir gehen da jetzt mal rein. Ich habe jetzt auch keine deutschsprachige Version entdeckt. Also das Spiel scheint man halt nur auf Englisch, also mindestens, ich kann auch gerne nochmal ins Menü. Ich habe danach ehrlich gesagt auch gar nicht geguckt. Ich habe einfach das Audio ausstellen, weil der ist extrem laut, der Wind zu hören. Nö. Also, ich denke, es ist nur auf Englisch. Aber die Texte sind jetzt auch nicht so kompliziert, dass man jetzt da nicht irgendwie durchkommen könnte. Im Zweifelsfall kann man immer noch... Ach nee, kann man nicht. Ach, guck mal, man kann nicht copy and paste. Sehr gut, dann tippt man es halt ab in den... Google Translator, wenn man jetzt wirklich an irgendeinem Text erscheitern sollte. Ist ja möglich. So, Start. Genau, und das ist halt der Punkt. Es ist zwar, ich würde sagen, es ist eigentlich ein rundenbasiertes Strategiespiel, aber auch hier wird wieder mit aller Gewalt Kartendecks reingemacht. Zumindest Heldenkarten. Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe. Ich weiß halt nicht genau, ob das sich verbraucht, meine Karte, aber eigentlich nicht. Also, aber ich probiere es einfach mal. So. Na, mehr habe ich schon nicht. So, Start. So, die Siedlung halten wir, deshalb ist das blaue Schild dran. Das da sind neutrale, wo so grau drin sitzt. Jetzt sieht man, es gibt eben Dörfer, es gibt Mana-Quellen und es gibt Befestigung. Wobei die Befestigungen sind halt einfach Zwergensiedlung, Endsiedlung, Menschensiedlung, Baumknutschersiedlung und es gibt eben Zombies. Und darum geht es hier eben. Wir sollen versuchen, so viele Siedlungen wie möglich vor den Zombies zu beschützen. Man kann sie nicht zurückerobern. Wo die Zombies mal drin waren, dann ist das Thema gegessen. Die sind pleitet, abgefackelt. Da ist nichts mehr zu holen. Die kann man, selbst wenn wir da jetzt mit einer Armee hinmarschieren würden, da ist halt nichts mehr. Das ist halt ist abgefackelte Siedlung. Und die Leichen sind ja weggelaufen. Also da kann man nichts mehr machen. Das heißt, man muss so viel wie möglich versuchen zu schützen. Jetzt geht das natürlich nur bedingt, weil, Mensch, zeige ich das mal. So, ich habe jetzt hier diesen 50er-Trupp mit der Stärke von 700. Den bewegen wir jetzt mal zielstrebig hier hin.
Und speichern das. So, der marschiert jetzt. Und dann heben wir jetzt mal aus. So, in 6 Stunden ist der nächste Trupp fertig. Mehr haben wir im Moment noch nicht. Mehr können wir da noch nicht machen. Oh, nee, gelogen. Falsch. Wir können die hier setzen. Den Spruch kennen wir doch, oder? Shall not pass. Ah, das ist interessant, das wusste ich bis dato nicht. Oh, cool. Moment, wir lassen den mal abmarschieren. Da kann ich das einsacken. Jetzt ist natürlich der Punkt. Warum geht das? Das ist mir meine, die ich mitgebracht habe. Das geht auch nicht. Vielleicht kann ich nur einmal pro Runde einen Held setzen. 6 Stunden weiter. So, jetzt sind die ja gewandert. Die haben das nächste Siedlung platt gemacht. Die werden sie auch noch schnappen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie gegen die Zwerge marschieren und sich mit den Zwergen treffen, dabei Verluste erleiden. Derzeit kann ich hoffentlich. So, jetzt habe ich das erobert. Das ist natürlich die Frage, ne? Das ist gut. Im Moment ist ja kein Zombie-Trupp da unterwegs. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass sie die Mana-Quellen erobern. Wenn ein Zombie-Trupp die Mana-Quelle erobert, kriegen die da so einen Zombie-Lord. Ach, guck an, jetzt geht das. Bei wir könnten uns auch. Ja, wir machen mal so. Die marschieren ja dahin. Das wird die mal. Dahin. Problem ist natürlich, es geht auch irgendwo diese Ressource aus, Wailer. Wir verlegen die mal dahin, weil ich annehmen muss, dass wir die beiden Dörfer innerhalb halten können. Das heißt, wir brauchen die eigentlich auch nicht großartig marschieren zu lassen. Weil, wenn wir sie claimen, kriegen. Andererseits, wir könnten es. Vielleicht kriegen wir nämlich dann Bonus irgendwas raus. Das könnte es natürlich wiederum wert sein, gell? So, was wir aber hier auf jeden Fall machen, die befestigen wir jetzt mal. So, die heben auch noch aus. Sehr schön.
Ich weiß gar nicht genau, was das brachte. Egal, wir machen es einfach mal. Das hat er fein gemacht. Das Problem ist, er hat auch eigene Leute gekillt. Das ist natürlich irgendwie doof gelaufen. Nicht so ideal gelaufen, das gebe ich ehrlich zu. Auf jeden Fall willkommen. So, abrücken. Die 390 Mann lassen wir da mal stehen gegen diese Flankenbedrohung. Die scheinen sich ja eh auf uns zu konzentrieren. Hilfreich, sehr gut. Da die recht langsam marschieren, lassen wir die auch zur Festung abrücken. Und heben lieber. Ah, scheiße, fehlt mir die Knete. Den kann ich aber ausheben. Nützlich oben in der Burg. Wenn sie näher kommen. Fassen wir die mal zusammen, da die sich aufgeteilt haben. Lass mal stehen. Ich glaube nicht, dass sein Kampfwert so hoch ist. Die können wir jetzt mal einsetzen. Sehr schön. Lass mal die nämlich auch stehen und den auch. Ich glaube nämlich auch nicht, dass der großen Kampfwert hat. Aber die können wir marschieren lassen. So, die beiden Siedlungen wurden auch vernichtet. Aber hier steht jetzt der Kampf bevor. Und den Kampf haben wir auch gewonnen. So, die lassen mal nachrücken, was wir aber noch machen könnten. Weil wir brauchen die eigentlich da hinten gar nicht mehr im Moment, wenn wir die hier plattwalzen könnten. Eigentlich können wir uns den Spaß erlauben, gell?
Gut, die haben wir platt gemacht. Nee, die lassen wir. Direkt dahin marschieren. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich Baumfreunde gekriegt. Wie nett. Ihr fangt die dann mal ab. Die marschieren dahin. Die Ritter schicke ich nach Westen. Schön, die haben wir gut geschwächt. Also die ist deutlich mehr wert als dieser Sturmfuzzi, der auch die eigenen Leute platt macht. Ja, das gewinnen wir. Gut. Euch brauche ich eher hier. Die greift. Ah, nee, ist nach Westen abgebogen. Die dürften das eigentlich nicht schaffen gegen die Ents. Dann marschieren wir. Ja. Holen wir uns noch Zwerge dazu.
Oh, schlecht. Was bringt der denn? Einwandfrei. Gewonnen. Alle Zombies wurden platt gemacht. Also ideal gelaufen ist es nicht, gebe ich ehrlich zu. Ich habe die überschätzt und habe mich deshalb hier eingegraben gehabt am Anfang in der Festung, weil ich unbedingt die als Schlüsselposition halten wollte und habe deshalb die zwei Dörfer hier geopfert. Das war eigentlich unnötig. Ich hätte auch meine Truppen aufteilen können oder Feind hier nicht. Ein Dorf zumindest hätte ich retten können. Beide wahrscheinlich nicht, aber zumindest eins hätte ich retten können. Das habe ich verdummbeutelt, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe das Potenzial nicht ganz rausgeholt aus dem Deck, das ich dabei hatte. So, wenn ich jetzt hier hinklicke, dann mache ich wieder. Das haben wir jetzt geschafft. Haben wir Swiftwind, klicken wir mal an. Blablabla, Start. Er ist weg. Also ich habe ihn doch verbraucht. Dadurch, dass ich ihn rübergezogen habe, habe ich ihn verbraucht. Ja, also auf jeden Fall wissen wir das jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir das wissen. Das heißt, wir sollten vielleicht nicht zu großzügig damit umgehen, mit diesen Karten. Ach nee, gar nicht, da ist er. Wir verbrauchen ihn doch nicht. Ich hatte 11 an. Das ist mir gerade so aufgefallen. 11, man ist so human. Also nee, wir verbrauchen doch nicht. Ah ja, das ist gut. Ach so. Ja, dann. Deshalb war der. Wurde mir 11 hier direkt angezeigt. Elfen.
Das habe ich aber keine andere. Na, egal. Wobei, wir können eine Taverne. Können wir. Wir haben ja 27 Punkte. Wir können jetzt so eine Elfenkarte noch holen. So ein Heiler ist keine schlechte Sache, gell? Aber der End ist auch nicht übel. Mir gefällt die 2D übrigens. Also hier die Zeichnung gefallen mir. Der ist nicht schlecht natürlich, falls man nicht, falls sie ein Flankenmanöver machen, die Zombies. Wir können sie nicht rechtzeitig abfangen. Wenn wir die aber quasi in der Flanke stehen lassen, zum Schutz vertreibt die die. Aber auch nur aus Wäldern. Auf Ebenen und Bergkarten, Feldern bringt uns das nichts. Also wenn es hier so ein Waldfeld ist, ja. Aber hier zum Beispiel auf dem Feld, hier oder hier, da bringt uns das natürlich gar nichts. Ich würde trotzdem erstmal die Ents nehmen, um mehr Kampfpower zu haben, um halt wirklich wichtige Positionen zu halten. So, jetzt haben wir wieder so eine Karte. Hier sind Verbindungslinien. Da ist die Zombie-Horde unterwegs. Das kann ich auf keinen Fall verhindern, dass sie sich die Wolfsquelle abgrasen. Das heißt, sie kriegen auf jeden Fall Zombie-Fürst. Ich stehe hier unten. Das wird ganz schön dauern, bis ich hier eine Frontlinie errichten kann. Das heißt, die hier werde ich die auf jeden Fall verlieren, wenn sie. Guck mal, Familie, Zombies marschieren, aber ich tippe drauf, die verliere ich wahrscheinlich die auch. Ein bisschen Glück kann ich die hier halten, dass sich hier so ein, wie so eine Zange, die sich hier aufmacht, dass hier dann die Frontlinie bilden würde. Idealerweise müsste ich relativ zügig vorrücken, alles, was an verstreuten, plänkelnden Kräften in die Flanken schicken, aufreiben, aber von Anfang an eine massierte Truppe in ihr. Das ist der Kader runtergefallen. Eine massierte Truppe vorrücken lassen. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, fürs Infarkt der Games Archiv, so als erstes Video, genügt das auch erstmal, damit ihr einen Einblick bekommt, was ist das überhaupt für ein Spiel, wie funktioniert das. Was natürlich strategisch etwas. Also es ist ja so, letztlich, die Kämpfe werden ja ganz einfach ausgerechnet, wer halt einfach mehr Stärkepunkte aufs Feld bringt. Hier stehen eben. Diese Truppen, die haben eben diese Stärkepunkte. Wenn jetzt mit dieser Stärkepunkte gegen diese Bogenschützen, Elfen da in ihrer Siedlung da antreten, gewinnen auf jeden Fall die Zombies, weil sie einfach zahmlich überlegen sind. Das ist ein ganz einfaches Rechending. Da muss man nicht überlegen, bringt denen das jetzt irgendwelche Vorteile. Also klar gibt das hier Vorteile für die. Die kriegen. Ja, die kriegen wahrscheinlich irgendwelche Pushs oder so und dann berechnet sich das eben diese Stärkewert. Nichtsdestotrotz, ja, wenn ich sehe, da kommt einer mit 1300 und ich habe nur 350, werde ich die Schlacht verlieren. Das ist ein relativ einfaches System. Trotzdem ist es aufgrund dieser rundenbasierten Siedlungsanordnung so schon eine Herausforderung oder schon strategisch interessant. Wie lasse ich meine Truppen marschieren? Wo werde ich wahrscheinlich auf den Feind treffen? Das muss ich schon ein paar Züge im Voraus mir überlegen. Deshalb ist das ein richtig schönes Strategiespiel. Also ich persönlich, also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Free-to-Play-Titel angeschaut, hauptsächlich eben auf Steam. Da gab es das ein oder andere nette Spiel. Da gab es auch mal ein ganz hübsches Spiel. Aber sehr viele davon waren, naja, um es so höflich auszudrücken, ganz viele von waren einfach nur aufs Knete verdienen ausgelegt und waren vom System irgendwie so lala und riesen Paywalls. Das fand ich alles so ein bisschen grenzwertig. Und das hier, muss ich sagen, ist das, was ich eine Perle nennen würde. Also für jemanden, der gern Strategiespiele spielt. Gut, ich rate auch immer ganz dringend zu. Also es gibt eine ganze Reihe von wirklich sehr schönen.
Fantasy-Strategiespielen. Aber wenn ich jetzt so nach kostenlosen oder Free-to-Play schauen würde, ist natürlich The Battle for Westeros ganz, ganz oben. Und das ist, das lege ich jedem Fan von so Spielen einfach nur ganz dringend ans Herz, Leute, die gern zum Beispiel die Warlords-Reihe oder sowas gespielt haben. Das ist einfach die Top-Empfehlung in dem Bereich immer noch. Aber das hier ist ein sehr schönes Spiel. Es macht wirklich Laune. Ein relativ einfaches System, aber trotzdem herausfordernd. Hat eine schöne Story zu erzählen. Mir gefällt die 2D sehr gut, also diese gezeichneten Bilder. Ich finde die Karte auch absolut in Ordnung. Erinnert mich halt sehr stark an die Siedler von Catan, was ich aber auch positiv empfinde, weil ich die Siedler von Catan auch mal ganz gerne gespielt habe. Also, ich habe hier relativ wenig bis nichts, wo ich jetzt rummaulen würde. Am Anfang habe ich schon gedacht, oh, was muss denn das jetzt schon wieder mit diesen Karten sein? Es ist halt zurzeit in Mode. Jeder muss irgendwas mit Karten basteln. Warum muss das sein? Hier in dem Fall finde ich es aber nicht so aufdringlich und so bemüht, sondern das ist eine relativ schöne Sache, weil es mich an ein Brettspiel erinnert. Das ganze Spiel erinnert mich halt wirklich einfach an ein Spielbrett und diese Karte, die lege ich eben als Spieler und sage, hier, ich lege die Karte, ich will noch einen Helden mehr auf das Spielbrett stellen. Und dann finde ich das absolut in Ordnung, weil das nicht bemüht wirkt, sondern es passt. Das ist so ein homogenes Ding, also es wirkt wirklich so, wie es sein sollte und nicht irgendwie angedockt und so mit aller Gewalt noch reingepresst, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn machen würde in dem Konzept. Das haben wir ja auch schon gesehen, aber hier finde ich das wirklich okay. Ne? Der Sound hat mir übrigens auch gut gefallen, hat einen sehr schönen Sound. Den habe ich natürlich ausgeschaltet, weil ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich ein Video bei YouTube hochlade und habe die Musik drin gelassen, tut YouTube mir sagen, ja, ist in Ordnung, ist aber für Deutschland gesperrt. Ist natürlich, wenn man deutschsprachige Let's Plays macht, etwas kontraproduktiv. Aus dem Grund schalte ich traditionell einfach die Musik immer ab. Ne? Aber hier in dem Fall kann ich es auch empfehlen, ist wirklich auch ganz schön gemacht. Passt auch gut. Also von meiner Seite ist das ein ganz dicker Daumen nach oben. Jeder Fan von rundenbasierten Strategiespielen sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihn dieses Fantasy-Szenario anspricht. Klar, wenn jemand Panzergeneral-Fan ist und liebt Tigerpanzer, dann wird er hier nicht glücklich werden. Ich könnte mir das Spiel übrigens auch sehr gut vorstellen mit dem Zweiten Weltkrieg-Szenario. Und da unten habe ich halt Rommel, Guderian, Rundstetten und dann Model und dann habe ich hier verschiebe ich meine Panzertruppen. Also das System kann ich mir mit dem Zweiten Weltkrieg auch ganz gut vorstellen. Oder der Erste Weltkrieg, so History Line 1914, 18, könnte ich mir in diesem System auch ganz gut vorstellen. Ne? Ja, wie auch immer jetzt. Also ich kann nur sagen, sehr schönes Spiel, gefällt mir, danke ja? Und wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.